bei 3. So. Und dann mache ich mal mit dem oder 1. So, sehe ich nur mal ganz kurz. Weil ich finde, ich immer irgendwie springen und naja, jedenfalls und ja, und dann ist ja halt eben, ich glaube, das war Sprunggelenkverletzung. Das war echt bitter. Also Renata, die ja auch erst in der Staffel dazu kam, war richtig traurig. Also ich auch so gesehen, weil mit hat's so für Jimmy leid, auch für Renata, die ja jetzt mit Valentin ja mit ihrem Mann das erste Mal in dem Jahr mitgemacht hat. Ich bin auf nächstes Jahr gespannt. Ich hoffe, die sind auch wieder mit dabei. Weil, das muss man schon erzählen lassen, es sind nicht unbedingt immer die gleichen Profitänzer. Aber da komme ich gleich noch zum anderen Thema. Nämlich so, wenn ich auf das Finale und so dann eingehe. Das sieht doch gut aus. Das sieht nach der Krankenstation aus, die ich kenne. Okay, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Alles gut. So. Und ja, nach Jimmy Blue ist dann doch recht überraschend, nachdem Renate dann draußen war, ist dann ihr Mann rausgeflogen. Und zwar mit Charlotte Würdig. Die Frau von Sido. Falls das euch natürlich ein Begriff ist. Wartet mal. Ein bisschen verlängern. Wo war ich jetzt? Ich bin immer mit meinen Gedanken irgendwie so vollkommen woanders auf einmal, wenn ich dann anfangen will zu reden. Geil, genau. Eins bleibt übrig, Willi. Okay. Das kann sonst von mir aus echt weg. So, jetzt machen wir die Krankenstation. Doch nicht. Na, okay. Ich brauche doch weiße Wolle. Denn hier ist ja so eine Art Liege. Ich würde das jetzt mal so als Bett bezeichnen. Was ist denn da noch drinne? Dann ist da noch so ein kleiner Tisch drinne. Also. Zack. Platte. Einmal so hier. Zack. Und dann auch noch, glaube ich, hier so, also so ein etwas längerer. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich möchte auch über Let's Dance reden, aber das Gute ist, dann weiß ich auch, wie ich die Folgen benennen kann. Also wenn ich immer so abschweife. So, Charlotte ist rausgeflogen, schade. Der Tango, den sie getanzt hat, war echt geil, gerade zum Lied. Because the night belongs to lovers. Because the night. Hammer. Ich hab diesen Tanz echt geliebt. Also, aber ich komme gleich noch zu meiner Top 3 Lieblingstänze von allen. Weiß gar nicht mehr, was hier noch so drin ist. Deswegen würde ich sagen, sieht das so eigentlich ganz gut aus. Die kann ich sonst bei mir wieder reinpacken. Und dann würde ich sagen, verteilen wir das jetzt nochmal eben hier. Mit dem hier und dann sind wir auch schon fertig. So. Zack. So. Jetzt machen wir das jetzt ganz andersherum. So. Nee, das ist. Ach, immer wegen des Zeltes, glaube ich, oder? Oder wie ich mich hinstelle. Ja, das kann gut sein. Da. Und
Da. Zack. Jetzt haben wir noch zwei. Stimmt, das wäre auch eigentlich eine Möglichkeit, dass ich machen kann. Auf die Idee bin ich nämlich gar nicht jetzt so gekommen. So. Nein. Oh. So, wir waren bei Charlotte. Hä? Habe ich es nicht aufgenommen? Doch, habe ich. So, wie gesagt, Tango, Hammer. Den habe ich geliebt. So, und die anderen Tänze waren eigentlich auch echt solide. Also, wäre sie ein bisschen ins Finale gekommen, das hat ja Sido gesagt, dann komme ich zum Finale. Also, wenn sie bis dahin kommt, ist sie ja nicht. Aber wäre sonst auch interessant gewesen. Guck mal, das sieht doch eigentlich auch sogar ganz gut aus. So, stilistisch, oder? 1, 2, 3, 4, 5 mal 3, 15. Na guck mal, dann kommt das mit der schwarzen Wolle ja auch bei einem hin. Das können wir zum Beispiel jetzt bei dem machen, den, das wir jetzt aufbauen. Das stellen wir mal hier auf. Warte. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Und zack. 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. So. So, wir waren bei Charlotte. Als nächstes rausgeflogen ist Roman Lochmann mit Katja Kalugina. Und ich muss zugeben, der hat sich echt gut gemacht. Ich hätte es zum Beispiel nicht gedacht, dass, oder ich drücke es mal so aus, ich habe schon damit gerechnet, dass keiner sehr, sehr weit kommt. Aber Platz 8, fast die Hälfte muss man ja zugeben, sind ja mal 14 gewesen, also fast die Hälfte, aber Platz 8 für Roman, muss ich sagen, echt, echt stark, weil der auch echt gute Tänze hatte. Heiko hatte einen guten Tanz, das weiß ich noch. Das war der Quickstep zu Hurra, Hurra, die Schule brennt. Bei Roman war echt der beste Tanz und da hat er 27 Punkte für bekommen. Aber das ist auch irgendwie, finde ich, einer der einfachsten Tänze mit der Contemporary. Also der Ausdruckstanz. Das ist halt eben mit der einfachste Tanz, wie ich finde. Und ich finde, ich sollte eigentlich da hinten eher nochmal, weil da habe ich, das habe ich jetzt hier so ein bisschen vernachlässigt. Aber ich muss zugeben, Alter, das sieht ja fast echt so aus, wie als wäre ich hier bei Lost. Hier einfach so mittendrin ein Zelt. Jetzt das gleiche. Ein bisschen größer sonst. So. 2, 3, 2, 3. Nee, aber er hat halt ein Contemporary getanzt und der war echt stark. Also der war echt, echt stark. Bei mir ist es auch so, Contemporary mit einer meiner Lieblingstänze, neben dem Cha-Cha-Cha und dem Jive. Und der hat den so toll getanzt. Diesen Contemporary. Das war echt Wahnsinn, muss ich zugeben. Also das war echt, echt stark. Ja, kommen wir schon zu Platz 7 schon angesprochen, auch verletzungsbedingt. Nämlich Bela. Und ich finde es echt, echt schade, dass er rausgeflogen ist. Oder eben aufgrund der Verletzung. Um das hier eher so auszudrücken. So. Jetzt noch halt hier mittendrin. Dann sind wir auch schon damit fertig. Mit 17 könnten wir jetzt, glaube ich, noch hier die Seite machen. 1, 2, 3, 6, insgesamt 12.